Moin Moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute lesen wir den zweiten Teil von dem Buch Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe. Ich habe bis vor einiger Zeit noch nicht mal gewusst, dass es eine vorgeburtliche Taufe gibt. Ich war sehr geschockt, als ich dieses Buch gelesen habe. Deswegen habe ich auch mit in die Beschreibung reingeschrieben, dass das nichts für schwache Nerven ist. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, weil wir müssen den Antichristen einfach kennen, und zwar so gut, wie es nur geht. Weil die Bibel macht erst dann richtig Sinn, für uns hier in dieser Welt zumindest, wenn man an ihr die ganzen Lügen aufdecken kann. Und wenn wir dann sehen, was die römisch-katholische Kirche lehrt, dann müssen wir das gegen die Bibel halten und dann müssen wir sagen, von schaut, dies sagt der Mensch, der Papst, der für viele ja nicht mal der Antichrist ist, und dies sagt Gott, dies ist sein Wort, dies sagt die Bibel. Haltet es gegeneinander. Und jetzt mal ganz ehrlich, kein einziger Katholik hat eine Entschuldigung, wenn man ihm die Bibel zeigt, um noch weiter die Lehre der katholischen Kirche zu verfolgen und der katholischen Kirche treu zu sein. Jeder ehrliche Mensch, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, jeder ehrliche Mensch, der von der römisch-katholischen Kirche sein Leben lang betrogen wurde und dann die Wahrheit aufgedeckt hat, kann nicht anders als aus der Kirche rauskommen. Wenn er es nicht tut, dann ist er wissentlich in dieser falschen Kirche, in der teuflischen Kirche und verbreitet wissentlich einen falschen Gott, einen falschen Jesus und eine falsche Erlösung. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig harsch und stark und wie auch immer es klingen mag, für mich ist es ganz einfach die Wahrheit. Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand kann, wenn er dieses Buch gelesen hat, neben all den ganzen anderen, die ich bereits gelesen habe, aber wenn man diese Dogmen der römisch-katholischen Kirche liest und vergleicht gegen die Bibel, kann kein ehrlicher Mensch darin bestehen und sagen von, okay, aber ich folge doch weiterhin der Kirche. Das wäre unbelehrbar und unverantwortungsvoll auch gegenüber dem eigenen Gewissen. Es wäre gegen das eigene Gewissen gehen, das, was Martin Luther gesagt hat, was er nicht könne. Aber leider ist diese Welt voll von Menschen, die das können. Und sie ist noch voller von Menschen, die das alles gar nicht interessiert. Also an erster Stelle lese ich dieses Buch für Katholiken. Ich lese dieses Buch für Menschen, die von der katholischen Kirche betrogen sind, die glauben, dass sie die einzig wahre Kirche ist, außer der es keine Errettung gibt, so wie sie lehrt. Um ihnen aufzuzeigen, dass die Lehre dieser Kirche 180 Grad das Gegenteil ist von dem, was Gott in der Bibel lehrt. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, die ja in der Apostelgeschichte vorkommt und von Petrus beantwortet wird, dass man besser Gott gehorchen soll als den Menschen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Ja, das muss er auch. Das Problem ist, die Menschen machen das nicht nur für sich selbst aus, sondern sie machen es auch für ihr Umfeld aus. Jemand, der so ein unbelehrbarer Katholik ist, der färbt ja seine Lehren, seinen Glauben auch auf seine Familie ab, auf seine Nächsten, auf seine Freunde, auf sein Umfeld. Der eine mehr, der andere weniger. Und so werden viel mehr Menschen von dieser Falschlehre angesteckt, als die römisch-katholische Kirche es selbst eigentlich schafft, dadurch, dass die Leute diese Lehre verbreiten. Oder dass die Leute sagen, von ja mal, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Wie viele Menschen habe ich nicht hier in Belgien bereits getroffen, auch ältere Frauen hauptsächlich, die am Sonntag in die Messe gehen, teilweise die ich mit dem Taxi dahin gefahren habe. Die fahren wir jeden Samstagabend in die Messe. Eine Frau haben wir eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob es jetzt neu ist und ich fahre sie auch nicht jedes Mal, aber sehr regelmäßig am Sonntagmittag in die Messe und ich habe den Leuten gesagt, geht da nicht hin. Es ist ein Opferritual, das Jesus Christus leugnet.
In der Kirche wird ein anderer Christus gelehrt, in der Kirche wird ein anderer Gott gelehrt. Das ist kein Christentum. Und ich habe Punkte angeholt, was die Bibel sagt, habe zum Beispiel die Frage gestellt von, wo in der Bibel steht drin, dass man Kerzen anzünden soll, dass man zu Toten beten soll, dass man Bilder anbeten soll und so weiter und so weiter. Und trotzdem sind die Menschen jede Woche weiter in die Kirche gegangen. Nach dem Motto, ich habe das mein ganzes Leben gemacht, ich mache das auch weiterhin. Meine Hoffnung ist, dass diese Sendung jetzt, also nicht nur diese Lesung heute, sondern dieses ganze Buch von Menschen geschaut wird, meine Lesung davon, oder eben das Buch auch selbst gelesen wird, von Menschen geschaut und gelesen wird, die aufgrund, wo wir hier ganz deutlich aufzeigen, das ist die Lehre des Menschen, des Antichristen und das ist die Lehre Gottes und die beiden miteinander also gegenüberstellen, dass da Menschen dabei sind, die sagen von, das wusste ich nicht, das tut mir leid, das tut mir leid um mich selber, das tut mir leid um die Zeit, die ich dort verbracht habe, das tut mir leid um die ganzen falschen Dinge, die ich getan habe. Ich höre jetzt den Ruf des Herrn aus Offenbarung Kapitel 18, Vers 3 und 4, wo geschrieben steht, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott hat sich ihrer Ungerechtigkeiten erinnert. Das ist jetzt aus dem Gedächtnis so zitiert. Das steht so ungefähr in Offenbarung 18, Vers 3 und 4. Ja, kleine Einleitung und jetzt in das Buch auf der nächsten Seite. Wir hatten letztes Mal gelesen bis Seite 5, jetzt sind wir oben auf Seite 6, Einteilung der Sünde. Die römische Kirche unterteilt die Sünde in Erbsünde und tatsächliche Sünde. Und hier haben wir schon den ersten Punkt, den man zur Diskussion anholen kann. Wo steht in der Bibel eine Unterscheidung zwischen Erbsünde und tatsächlicher Sünde? Wo steht in der Bibel überhaupt Erbsünde? Das Wort Erbsünde findet man in der Bibel nicht. Das kann ich euch gleich sagen. Ihr könnt euch gerne auf die Suche machen, ihr werdet es nicht finden. Was ihr aber finden könnt, das ist eine biblische Erklärung dafür, wie die Sünde in die Welt kam. Dafür lesen wir kurz ein Stück aus der Heiligen Schrift, Römer Kapitel 5, Verse 12 und fortfolgende. Ich gehe jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur Verse 12 bis. Ja, inklusive 19, denke ich mal. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und hier sprechen wir natürlich von Adam, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Sinnbild, also ein Sinnbild natürlich auf Jesus Christus. Ne? Nur Jesus Christus war perfekt und Adam eben nicht. Aber weiter, Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen
die vielen zu Gerechten gemacht. So, jetzt sagt er immer hier, des einen. Ne? Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Es geht natürlich um verschiedene eine. Ja? Gleich wie durch den Gehorsam von Adam die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden durch den Gehorsam von Jesus Christus die vielen zu Gerechten gemacht. So muss man das verstehen, so ist das gemeint. Ja? Des einen, nicht, dass das jetzt irgendwie verwirrend ist, weil ihr seht den Text ja jetzt nicht vor euch. Ich habe das jetzt mal hier aus der Schlachter 2000 mal vorgelesen, weil manchmal ist die Schlachter auch deutlich genug. Da muss man nicht immer die König James nehmen. Hier in diesem Fall finde ich die Erklärung der Schlachter eigentlich gut genug, aber ich kann später immer noch mal die König James nachlesen. Der Punkt ist, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja, das ist der wichtige Punkt, da sie alle gesündigt haben. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Also, nochmal, um ganz deutlich zu sein. Gleich wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie gesündigt haben. Das ist der Punkt. Da geht es nicht um Erbsünde. Ich habe das nicht geerbt. Erben tue ich von meinem Vater. In diesem Fall meinem biologischen, meinem weltlichen Vater. Ja? Wenn der stirbt, dann erbe ich. Oder ich erbe von ihm Charaktereigenschaften. Oder ich erbe von ihm bestimmte Merkmale, wie ich aussehe oder wie ich mich verhalte oder solche ganzen Sachen. Das wissen wir ja alles in dieser Welt. Das ist ja auch in Ordnung so. Das erbt man. Aber man erbt nicht die Sünde. Weil einer gesündet hat, Adam, sind alle damit direkt in die Sünde gefallen. Das hat nichts mit Erbsünde zu tun, die in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Wie gesagt, das Wort Erbsünde werdet ihr in der Bibel nicht finden. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir hier schon mal deutlich differenzieren, wenn hier steht, die römische Kirche unterteilt die Sünde in Erbsünde und tatsächliche Sünde. In der Bibel steht ganz klar geschrieben, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und da ich jetzt ja schon mal eben Bibel rausgesucht habe, suche ich jetzt auch mal eben die Stelle raus. Und diese Stelle befindet sich auch im Römerbrief, im nächsten Kapitel, das ist Römer Kapitel 6, Vers 23, auch kurz aus der Schlachter zitiert. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und da gebrauche ich immer gerne meinen Leitsatz, den ich für mich entdeckt habe. Das ist das Zitat aus Johannes Kapitel 17, Vers 3. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Ja, das ist die Lösung dieser ganzen Sündenproblematik. Jesus kennen und den einzig wahren Gott kennen und Jesus bekennen und Jesus seine Sünden bekennen und sich von Jesus durch seine Sünden, durch sein vergossenes Blut reinigen lassen. Ja? Also, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied hier schon mal machen. Die römische Kirche unterteilt Sünde in Erbsünde und tatsächliche Sünde. Die Bibel sagt, der Lohn jeder Sünde ist der Tod. Ja? Also dieses ganze Erbsünde-Gequatsche von der römisch-katholischen Kirche, das könnt ihr gleich in die Tonne drücken. Das ist nichts wert, wenn man es gegen die Bibel hält. Und das machen wir ja hier. Nun, der Artikel fährt fort, das Buch fährt fort. Das Konzil von Trient sagt über die Erbsünde, Zitat, wenn jemand leugnet, dass die Schuld der Erbsünde durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die in der Taufe verliehen wird, erlassen wird, oder gar behauptet, dass das Ganze, was die wahre und eigentliche Art der Sünde ist, nicht weggenommen wird, sondern sagt, dass sie nur ausgelöscht oder nicht zugerechnet wird, er sei verflucht.
Und das Problem ist hier halt alleine schon wieder die Benennung der Erbsünde. Ja? Wenn jemand sagt, dass das Ganze, was die wahre und eigentliche Art der Sünde ist, nicht weggenommen wird, sondern sagt, dass sie nur ausgelöscht oder nicht zugerechnet wird, er sei verflucht. Aber diese heilige Synode bekennt und meint, dass die Begierde oder Lust in den Getauften verbleibt. Diese Begierde, die der Apostel manchmal Sünde nennt, erklärt die Heilige Synode, dass die katholische Kirche sie nie als Sünde verstanden hat, weil es in den Wiedergeborenen wahrhaft und wirklich Sünde gibt, sondern weil sie aus der Sünde entsteht und zur Sünde führt. Wer aber das Gegenteil denkt, der sei verflucht. Seite 23 der Kanons von Trient aus der Veröffentlichung in Paris 1832. So lehrt die Kirche von Rom. Erstens, dass das Verdienst oder die Wohltat seiner Erlösung den Kleinkindern und Erwachsenen in der Taufe zuteil wird. Zweitens, dass die Taufe die Erbsünde wegnimmt, sowohl was ihre Schuld oder Zurechnung als auch was ihre Existenz betrifft. Sie stellt den Sünder in den Zustand zurück, in dem sich der Mensch vor dem Sündenfall befand. Und das lesen wir in der ganzen Bibel nicht, ne? Dass irgendetwas uns in den Zustand zurückversetzt von vor dem Sündenfall. Das lehrt halt die römisch-katholische Kirche. Sie lehrt, dass das Verdienst oder die Wohltat seiner Erlösung von den Kleinkindern und Erwachsenen in der Taufe zuteil wird. Also die Taufe nimmt Sünden weg. Das lehrt die römisch-katholische Kirche, ganz klar. Und deswegen lesen wir auch gleich weiter, weshalb die Taufe so wichtig ist und so weiter und so weiter. Aber das muss man sich mal vor Augen halten. Nicht Jesus Christus ist es, der die Sünden wegnimmt. Nicht meine Veränderung, meine Wiedergeburt, wie Jesus Christus sagt, wenn man das Königreich Gottes sehen will, muss man wiedergeboren sein. Sondern die Taufe. Und das ist eben eine Arbeit, das ist wieder eine Werkserlösung, also eine Erlösung durch Werke, auf das niemand sich rühme. So steht es in der Bibel bitte schön geschrieben. Ich kann mich also als Katholik rühmen, kann sagen von, hey, ich bin getauft und damit ist meine Sünde weggenommen. Damit ist meine Sünde weggenommen. Wir lassen uns taufen als Zeichen deswegen, weil wir unsere Sünden unserem Herrn gebeichtet haben und weil wir unseren Herrn Jesus Christus unsere Sünden auftragen, weil er ist ja für unsere Sünden gestorben. Er ist für die Sünden gestorben aller Menschen, die vor ihm gelebt haben. Er ist für die Sünden gestorben aller Menschen, die gleichzeitig mit ihm im Leben waren. Und er ist für die Menschen gestorben, die in der Zukunft noch kommen, wie wir. Für all unsere Sünden ist er gestorben. Er hat die Sünden auf sich genommen. Dafür danken wir ihm. Und die Taufe ist ein äußerliches Zeichen dafür. Genauso wie unsere Werke ein äußerliches Zeichen unserer Errettung sind. Wir machen ja unsere guten Werke, zu denen wir berufen werden, nicht, weil wir errettet werden wollen, sondern wir machen sie, weil wir errettet sind. Wären wir nicht errettet, würden wir diese Werke niemals tun. Wir tun sie aber nicht, um errettet zu werden, um uns Punkte zu verdienen auf das Konto, um zu sagen, ich habe da jetzt so und so viel stehen und jetzt bin ich irgendwann errettet. Jetzt muss ich noch mal ein paar Mal zur heiligen Maria beten und dann muss ich noch ein paar Mal zum heiligen Franz von Assisi beten oder zum heiligen Leopoldius oder was weiß ich, wie die alle heißen. Und dann habe ich genug und dann muss ich noch ein paar Ablässe kaufen und dann habe ich genug Vorteil mir erarbeitet und dann komme ich in den Himmel, dann sind meine Sünden weggewaschen. Nee, so funktioniert das nicht. Das ist eine Werkserlösung, eine Erlösung durch die Arbeit und das ist die römisch-katholische Kirchenlehre. Nein, es ist ganz, ganz klar vermeldet in der Bibel, unser Glaube wird uns als Gerechtigkeit angerechnet und wenn wir als Gläubige Jesus Christus und Gott bekennen, dann sind wir durch Jesus Christus reingewaschen, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wir müssen für unsere Sünden nicht mehr sterben, er ist für unsere Sünden gestorben. Wenn wir das glauben, dann wird uns das als Gerechtigkeit angerechnet.
dann wird uns Gerechtigkeit angerechnet, uns wird Gerechtigkeit zuteil durch den Herrn und nicht wir bekommen diese Gerechtigkeit infusiert, wie in der römisch-katholischen Kirche ist, eben durch diese ganzen Arbeiten als Dankeschön sozusagen obendrauf. Ich hoffe, dass es deutlich ist, weil es ist ein ganz, ganz wichtiger Text. Nochmal, so lehrt die Kirche von Rom. Erstens, dass das Verdienst oder die Wohltat seiner Erlösung den Kleinkindern und Erwachsenen in der Taufe zuteil wird. Zweitens, dass die Taufe die Erbsünde wegnimmt, sowohl was ihre Schuld oder Zurechnung als auch was ihre Existenz betrifft. Sie stellt den Sünder in den Zustand zurück, in dem sich der Mensch vor dem Sündenfall befand. Jetzt habe ich den Text mit euch analysiert und jetzt könnt ihr ja mal versuchen, ob ihr da irgendetwas von in der Bibel findet, wo die Bibel sagt, so ist das. Ich denke, da werdet ihr lange suchen können. Alle römisch-katholischen Christen glauben, so steht es hier in dem Buch, aber das werde ich jetzt verändern, weil im englischen Original steht auch nicht Roman Catholic Christians, da steht Every Roman Catholic Believes, also jeder römische Katholik glaubt. Und das ist ein Fehler, der sich da im Buch eingeschlichen hat, den werde ich aber beheben und werde das verändern und dann wird es lauten, so wie es lauten müsste, alle römischen Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Und deshalb sind römisch-katholische Mütter sehr bestrebt, ihre Kinder so bald wie möglich nach der Geburt taufen zu lassen. Und im Allgemeinen wird der Taufritus vollzogen, wenn das Kind 3 Tage alt ist. Nun, zu diesem Thema, also ich habe das jetzt mit den Christen hier gerade verändert, das ist halt in der alten Version, das muss da raus. Der Punkt ist der folgende, hier steht, römische Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Was sagt denn die Bibel dazu? Sagt die Bibel denn, dass du getauft sein musst? Oder sagt die Bibel, dass du Jesus Christus angenommen haben musst und dass du glauben musst, dass er für deine Sünden gestorben ist und dass du ihn glauben und bekennen musst und dass so er dich vor dem Vater auch bekennen wird. Ich glaube, das steht in der Bibel geschrieben, nicht wahr? Wie gesagt, ich bin selbst nicht getauft und ich mache das jetzt irgendwie, um mich selber zu trösten oder sowas, weil ich kann ja noch getauft werden. Das ist mir aber nicht so wichtig, weil ich glaube, das ist ein Werk. Ich meine, dass die Taufe wirklich ein geistiger Vorgang ist, ja, und dass man die wirkliche Taufe im Wasser hier auf der Erde, natürlich dann durch Untertauchen und nicht durch Besprenkeln, machen kann, wenn man die Möglichkeit hat. Aber die geistige Wiedergeburt ist wichtig. Und jetzt könnt ihr ja sagen von, ja Jörg, das ist deine Auslegung, wo nimmst du das denn her? Ich nehme das aus der Bibel. Ich nehme das aus dem Punkt, wo, und da müsste ich dann gleich in der Bibel mal wieder nachschauen, ich habe ja hier, es wird ja heute fast eine Bibelstudie, dieser Punkt, ich müsste mir die Stelle gleich mal raussuchen. Da steht ja drin, wo Jesus Christus sagt, außer ein Mensch ist wiedergeboren, kann er nicht in das Himmelreich kommen. Und dann sagt ja einer seiner Jünger, ja, aber ich kann ja nicht in den Schoß meiner Mutter zurückkehren. Ja, wir suchen uns die Stelle mal kurz raus. So, dafür gehen wir jetzt also in das Johannesevangelium und zwar in Kapitel Nummer 3. Und da steht, und ich lese jetzt vor aus der Schlachter 2000. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.
Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Und dann geht's noch weiter. Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Und Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. So, jetzt mal eben zur Erklärung. Wie war das mit der Wiedergeburt? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, das heißt, von oben gezeugt wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nun, interessant ist bei dieser Diskussion erstmal, dass wir überhaupt verstehen, dass der Jude, dieser Pharisäer namens Nikodemus, überhaupt kein geistiges Verständnis hat. Ja? Aber der natürliche Mensch empfängt nicht die Dinge des Geistes Gottes, denn sie sind ihm Torheit. Er kann sie auch nicht erkennen, weil sie geistlich erkannt werden. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Nikodemus ist ganz klar ein Mensch, der kein geistiges Verständnis hat, der kein geistiges Unterscheidungsvermögen hat, der vollständig nur hier in dieser Welt lebt. Ja? Nikodemus spricht zu ihm und sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also wiedergeboren werden, muss man ja eigentlich sagen, ne? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes gehen. Ja? Hier wird das Wort Geist auch manchmal als Wind gebraucht, deswegen endet diese kleine Erklärung, was ich gesagt hatte, mit von der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. Der Wind, also eben auch der Geist, der geht, wohin er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt oder wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja, ganz wichtiger Vers eigentlich hier, Vers 8. Nun, der Punkt ist, dass der Punkt hier gemacht wird, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Ich muss mich nicht in Wasser untertauchen, um eine geistige Wiedergeburt zu beleben. Und ich persönlich kann da das beste Zeugnis drüber abgeben. Das können wahrscheinlich viele von euch auch. Ich habe Jahre, Jahre, Jahre meines Lebens gelebt und ich hatte kein geistiges Unterscheidungsvermögen. Ich war, so wie im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 genannt, selbst einer aus dieser Welt. Ich war der natürliche Mensch, der nicht die Dinge des Geistes Gottes empfangen hat. Bis ich angefangen habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, was ich natürlich an Gott zu danken habe, dass er mich überhaupt dazu gebracht hat. Ja, der Vater zieht ja zum Sohn. Ich habe das Geschenk des Glaubens habe ich bekommen und ich habe es angenommen. Durch meine Nachforschung, die ich hier erstellt habe, blieb mir kein anderer Schluss übrig, als zu sagen von, es ist der Glaube, es ist das Wort Gottes, es ist Gott und es ist die Bibel, das Wahres. Das ist das einzig Wahre. Auf einmal habe ich die Überzeugung und den Glauben gehabt und seitdem werde ich davon geleitet. Ich bin nicht im Wasser neu geboren worden. Ich habe mich nicht untertauchen lassen. Aber ich bin geistig neu geboren. Ich habe dieses geistige Unterscheidungsvermögen bekommen. Ich habe auf einmal die Dinge des Geistes empfangen, die mir vorher Torheit waren. Deswegen mache ich ja jetzt seit 10 Jahren diese ganzen Lesungen. Das würde ich ja sonst überhaupt nicht machen. Das ist jetzt meine Berufung, um das zu machen. Und jeder hat seine Berufung auf seinem Platz. Der eine, der andere macht Übersetzungen, der eine macht andere Studien oder wie auch immer. Wir sind alle Steine, Bausteine des Körpers Jesu Christi. Zusammen sind wir eben sein Leib. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht zu kompliziert mache. Ich will auch nicht zu weit von dem Buch abweichen, aber gerade diese Erklärung über die Sünden, die hier in dem Buch ja ganz anders erklärt werden und vor allem die Erklärung über die Taufe,
die ist so wichtig, um sie richtig zu verstehen und um zu sagen von ja, natürlich, ich kann nicht in den Schoß meiner Mutter zurückkehren. Wir sprechen hier über eine geistige Neugeburt. Aber brauche ich denn für eine geistige Neugeburt das Untertauchen in Wasser, in dieser Welt, in dieser materiellen Welt? Es geht doch um das geistige Untertauchen, das geistige Eintauchen. Es geht um das geistige Verständnis, das mir gegeben wird. Und nicht um jetzt hier in dieser Erde nach dem Motto im Fluss unterzutauchen. Es ist natürlich schön, wenn ich das als äußeres Zeichen machen kann. Und das möchte ich ja auch irgendwann. Ja? Aber das ist nicht, was Jesus hier sagt. Jesus antwortet: Ich sag dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. So, ich bin aus dem Geist neu geboren, weil ich die Wahrheit in Jesus Christus angenommen habe. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das habe ich angenommen. Und da ist mein geistiges Verständnis gekommen. Und das ist bei jedem wiedergeborenen Christen so. Ob ich das jetzt in die richtigen Worte fasse, für jeden verständlich, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es so ist. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Ich bin im Geist neu geboren worden. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, nicht an den Tag oder was weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich damals von einem christlichen Bruder über Skype das Gebet vorgesprochen bekommen habe, das ich nachgesprochen habe, wo ich Jesus Christus um die Vergebung meiner Sünden gebeten habe. Und wo ich dann ganz klar feststellen konnte, danach ist dann das eingetreten, dass ich eben ein geistig neugeborener Mensch war. Jetzt kannst du sagen von, ja, Jörg, lies uns das doch mal vor, das Gebet, das kann ich gerne machen. Ich habe es mir damals aufgeschrieben in Englisch und in Deutsch und ich kann euch das gerne mal vorlesen. Nur der Punkt ist, wie soll ich das jetzt sagen? Ich muss nicht diese Worte gebrauchen, weil es geht nicht darum, dass ich irgendein Gebet auswendig vorsagen muss. Es geht darum, dass ich die Essenz von dem, was ich darin gesagt habe, dass man das glaubt und dass man das wiedergibt und dass man das für sich selbst vereinnahmt, das ist wichtig. Jetzt suche ich das gerade hier in meinem einen Dokument, wo ich das stehen habe. Das ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich das nochmal aufgemacht habe, von daher. Sonst muss ich gleich mal kurz auf Pause drücken und das probieren rauszusuchen. Aber seht ihr, es geht nicht darum, dass man jetzt dann genau eben diese Worte sagt, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich damals eine Sitzung hatte mit, wer war das denn, Alan Lamont. Und wir hatten da so eine Skype-Gruppe. Und in dieser Skype-Gruppe hat dann einer zu mir gesagt von, sag mal, hast du eigentlich das schon angenommen? Und da habe ich gesagt, nee. Und da hat er mir das vorgelesen und ich habe ihm nachgesprochen. Und das ist genau das, wo ich danach festgestellt habe, dass ich wirklich neu geboren würde. So, und der Text lautet, Herr, also damit spreche ich den Vater an, Herr, ich glaube, dass Jesus am Kreuz starb als mein persönlicher Vertreter. Ne? Er ist ja gestorben für meine Sünden. Ne? Er trug alle meine Schuld, alle meine Sünden, alle meine Scham und meine Verurteilung. Er starb an meiner Stelle. Und er ist von den Toten auferstanden. Weil ich das glaube, so sagt mir dein Wort, so sagt die Bibel, dass die Gerechtigkeit Christi jetzt in mir angerechnet ist und ich erhalte es nun als Geschenk. Die Gerechtigkeit. Nicht durch den Kampf, nicht durch das Streben, sondern durch den Glauben. Ich glaube in meinem Herzen und erkläre mit meinem Mund, dass durch den Glauben an Christus ich berechtigt bin, rechtschaffen zu sein, als ob ich nie gesündigt hätte. Danke, Herr. Das war das Gebet, was ich damals gesprochen habe. Es war zwar in Englisch, ich habe es ja auch in Englisch, aber das ist ja jetzt wurscht. Es geht um den Gedanken. Es geht nicht um die wortwörtliche Wiedergabe dessen. Es geht darum, dass man eben das, was darin gesagt ist, in seinen eigenen Worten sagt. Und das habe ich ja
auch schon in vielen Videos gesagt. Ich hab ja nicht ständig diesen Text vor Augen. Im Gegenteil. Das braucht ja auch nicht, weil dann sind das ja vorgefertigte Gebete. Und Jesus Christus hat gesagt, dass wir uns keine kontemplativen Gebete dazu verleiten lassen sollten, so wie die Heiden das tun, die hier vieles plappern, meinen, dass sie gehört werden, sondern wir sollen in unser stilles Kämmerlein gehen und sollen da beten. Und ich habe das hier ganz alleine in meinem Zimmer damals hier gesagt. Und ich habe das wirklich gemeint und ich habe damals gemerkt, wie eine Veränderung in mir vorgegangen ist. Und zwar augenblicklich und auf lange Zeit. Ja? Die Veränderung bei mir, die kam über Jahre hin. Ich habe noch Jahre Alkohol getrunken, ich habe noch über Jahre geraucht, ich habe noch jahrelang andere Dinge gemacht oder eine Zeit lang andere Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde und die ich auch heute nicht mehr machen will. Das ist eben, wie ich sage, die Rechtfertigung kommt in einem Moment, in dem Moment, wo ich das angenommen habe, da kam eine Rechtfertigung. Aber die Heiligwerdung, die Seligwerdung, das ist ein lebenslanger Prozess. Das geht immer noch voran. Das dauert immer noch. Und ist auch nie abgeschlossen, solange man hier lebt. Und in der römisch-katholischen Kirche ist das eben eine ganz andere Lehre. Da lehren sie eben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Das steht in der Bibel aber nicht drin. In der Bibel steht drin, was wir gerade eben gelesen haben. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber neu geboren, oder wie die Schlachterbibel dann noch als Kommentar hinzufügt, von oben gezeugt wird, ist ja was ganz anderes als die Taufe, ne? Wenn ihr die Schlachter erklärt, von oben gezeugt wird, dann wird es ja noch deutlicher, als Jesus Christus im Jordan getauft wurde von Johannes dem Täufer. Da kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn und hat ihn vollständig eingenommen. Also der Geist Gottes ist in ihn gekommen. Das ist die Neugeburt. Der Heilige Geist kam auf ihn drauf. Und wenn jemand diese Neugeburt nicht hat, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das hat aber jetzt nichts mit einer Taufe zu tun. Der Punkt ist eben, wie die Schlachter hier nebenbei in einer Note sagt, von oben gezeugt wird, nicht gezeugt durch Fleisch und Blut, durch die Vereinigung der Eltern, wo dann das Kind rauskommt und man eben dieses Kind ist, nicht die fleischliche Zeugung, sondern die geistige Zeugung. Die kommt dadurch, dass man den Heiligen Geist empfängt, den man aber nur dann empfängt, wenn man eben wahren Glauben hat. Und nicht irgendwelchen vorgespielten Glauben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man eben auch, wo der Irrtum der römisch-katholischen Kirche in diesem Satz ist, wo steht, alle römischen Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Nein. Ich sag's mal so, alle römischen Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Das stimmt. Alle wahren Christen glauben, dass ein Mensch, der nicht neu geboren wurde, niemals in den Himmel kommen kann. Aber die Neugeburt hat nichts damit zu tun, dass ich von, und dann noch hier eben nach römischem Ritus getauft werde. Versteht ihr? Das ist der große Unterschied. Und da liegt die große Spaltung drin. Werkserlösung, Erlösung durch Werke in der römisch-katholischen Kirche, die Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes im biblischen Sinne, im Verständnis von, wie Gott es lehrt in seinem Wort. Ja? Aber die Katholiken glauben, dass man getauft sein muss. Und deswegen setzen sie alles dran, alle Menschen so schnell wie möglich zu taufen. Und natürlich, und das ist dann jetzt abgesehen von diesem Thema hier, da geht es dann wieder um den Antichristen, da geht es dann wieder um den Papst. Der Papst sieht jeden Menschen, der in der römisch-katholischen Kirche getauft ist, und das ist ja jetzt gerade das Fiese, aber wir gehen jetzt gleich auf die Kindertaufe ein, da kann man sich ja gar nicht gegen wehren. Der Papst sagt, jeder, der in der römisch-katholischen Kirche getauft ist, ist mein. Weil er gehört zur römisch-katholischen Kirche, deren Oberhaupt ich bin.
Darum, unam sanctam von Papst Boniface dem 8. 1302. Es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Und du wirst Subjekt des römischen Pontiff in dem Augenblick, wo du von der römisch-katholischen Kirche getauft bist. Da bist du ihr Eigentum. Und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber das ist eine Werkserlösung. Das ist eine Rechtschaffenheit durch Werke. Das ist keine Rechtschaffenheit, wie Gott sie anerkennt. Das ist eine Rechtschaffenheit, wie die Welt sie anerkennt, wie der Papst sie anerkennt, wie der Teufel sie anerkennt, aber nicht wie Gott sie anerkennt. Also von daher ist die geistige Wiedergeburt das einzig wahre Wichtige und nicht eine Taufe. Ja? Ich hoffe, das habe ich jetzt deutlich machen können. Alle römischen Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Und alle wahren Christen wissen, glauben und wissen, dass niemand in den Himmel kommen kann, der nicht wiedergeboren ist, der nicht die geistigen Dinge Gottes empfängt, sondern der wie Nikodemus, obwohl er ein jüdischer Lehrer ist, einer der obersten der Juden, ein Pharisäer, der nicht versteht, wovon Jesus Christus hier spricht, wenn Jesus Christus vom Geist spricht. Der nur das Weltliche sieht. Also, den Satz haben wir jetzt, glaube ich, hoffentlich zur Genüge besprochen. Alle römischen Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Und deshalb sind römisch-katholische Mütter sehr bestrebt, ihre Kinder so bald wie möglich nach der Geburt taufen zu lassen. Und nicht nur die römisch-katholischen Mütter sind sehr bestrebt, ihre Kinder so bald wie möglich nach der Geburt taufen zu lassen. Die römisch-katholische Kirche ist danach bestrebt, die Kinder so bald wie möglich nach ihrer Geburt zu bekommen zur Taufe, weil sie dann eben zur römisch-katholischen Kirche gehören. Und im Allgemeinen, fährt der Text fort, wird der Taufritus vollzogen, wenn das Kind 3 Tage alt ist. Der allgemeine Glaube übrigens, ja, ist auch interessant, ne? Wenn das bei der römisch-katholischen Kirche je nach 3 Tagen ist, ist es doch interessant, dass wir früher im Judentum die Beschneidung des Erstgeborenen hatten nach 8 Tagen. Ne? Jesus Christus ist nach 8 Tagen von Mutter und Vater in den Tempel gebracht worden. Ne? 3 Tage, 8 Tage, auch ein kleiner Unterschied hier. Der allgemeine Glaube in Bezug auf ungetaufte Kinder, die sterben, ist, dass die Seelen nicht in die Gegenwart Gottes kommen können, sondern an einen Ort in der Ruhe gehen, der Limbus Infantum genannt wird und in Abständen von der Jungfrau Maria besucht wird. Ich habe hier zu Limbus Infantum eine Fußnote dazugefügt. Die erzieht sich hier auf die andere Seite auch noch hinüber und kommt aus Wikipedia Limbus Theologie. Daraus wird erklärt, was ist Limbus Infantum? Zitat: Seit November 2005 beschäftigte sich die päpstliche internationale Theologenkommission mit dem Thema. Am 20. April 2007 genehmigte Papst Benedikt XVI. Die Ergebnisse der internationalen Theologenkommission und ermöglichte die Abwertung der Lehre vom Limbus Puerorum zu einer, Zitat, nicht vom kirchlichen Lehramt unterstützten älteren theologischen Meinung. Ende Zitat. Der Erzbischof von Dijon, Roland Minerat, erläuterte die Entscheidung. Die Theologen der Kommission seien zu der Auffassung gelangt, die Seelen nicht getaufter, gestorbener kleiner Kinder kämen direkt in das Paradies. Das Dokument der Internationalen Theologenkommission besagt jedoch auch in Absatz 41, dass der Limbus eine mögliche theologische Meinung bliebe. Der Limbus gehöre nicht zur Glaubenslehre der katholischen Kirche. Er bleibe jedoch eine Theorie, die die Kirche nicht verurteile und den Gläubigen zubillige. Benedikt XVI. Habe dies bereits vor der Wahl zum Papst im Sinn gehabt.
Die britische Tageszeitung Times zitiert seinen Bericht zur Lage des Glaubens von 1985. Zitat: Ich persönlich würde es aufgeben, da es immer nur eine Hypothese war. Gerhard Ludwig Müller urteilt, Zitat: Gegenüber dessen weniger verbindlichen Aussagen ist die neuere Konzeption des Zweiten Vatikanums zur Heilsmöglichkeit der Nichtgetauften zu beachten. Damit sind alle Limbus-Theorien überholt. Ende Zitat. Und wie gesagt, der Link dazu befindet sich in der, am Ende auf Seite 7, weil der, die Fußnote über Ende Seite 6 bis in Seite 7 unten reingeht. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich dabei mal die Frage zu stellen, Limbus, also Limbus Infantum, wie es hier genannt wird. Ja, das ist im Grunde, wenn man das jetzt in anderen Worten ausdrücken will, dann ist das das Fegefeuer für Kinder. Na? Das Fegefeuer ist ja eine Lehre in der römisch-katholischen Kirche, eine Sorte Vorhölle, in der man erstmal gereinigt wird. Und wenn man dann gereinigt wird, dann kann man in den Himmel gehen. Ja, Reinigung findet also nicht statt durch das Anerkennen des vergossenen Blutes von Jesus Christus, sondern Reinigung findet statt in der Vorhölle, in dem Fegefeuer. Und das Limbus Infantum ist halt das Fegefeuer für Kinder. Nur mal, jetzt denken wir nur mal eben ein wenig logisch. Hunderte Jahre lang hat die römisch-katholische Kirche den Menschen gelehrt, dass wenn eure Kinder nicht geimpft wurden, Entschuldigung, wenn eure Kinder nicht getauft sind und sie sterben ungetauft, dann kommen sie in das Fegefeuer für Kinder, ne? Also Limbus Infantum. Ne? Der allgemeine Glaube in Bezug auf ungetaufte Kinder, die sterben, ist, dass die Seelen nicht in Gegenwart Gottes kommen können, sondern an einen Ort der Ruhe gehen, der Limbus Infantum genannt wird und in Abständen von der Jungfrau Maria besucht wird. Nun, ich sage jetzt, das ist das Fegefeuer, weil das ist eben das kindliche Fegefeuer. Ne? Und die sind ja Sünder nach der römisch-katholischen Kirche wegen der Erbsünde, die es ja nicht gibt. Das hatten wir ja bereits erklärt. Ja, und die Jungfrau Maria kommt da regelmäßig hin. Und was macht die dann da? Da müsst ihr mal die römischen Katholiken fragen. Da will ich mich jetzt gar nicht erst mit beschäftigen. Der Punkt ist, jahrhundertelang lehrt die römisch-katholische Kirche Eltern, dass wenn ihre Kinder nicht getauft sind und sterben, dass sie in dieses Limbus Infantum kommen, dass sie nicht zu Gott kommen können. Ob das jetzt Fegefeuer ist oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall, ihnen ist dadurch, dass sie nicht getauft sind, der Weg zu Gott versperrt. Sie kriegen ab und zu Besuch von Maria, aber zu Gott können sie nicht kommen. Das lehrt die römisch-katholische Kirche hunderte von Jahren. Und jetzt kommt Benedikt der 16., der in 2007 von dieser Lehre abweicht und sagt, der Limbus gehöre nicht zur Glaubenslehre der katholischen Kirche. Dann haben sie also mit anderen Worten jahrhundertelang verkehrten Glauben gelehrt. Er bleibe jedoch eine Theorie, die in der Kirche, die Kirche nicht verurteile und den Gläubigen zubillige. Eine Theorie. Genauso wie die Evolutionstheorie. Das ist jetzt mal eine Frage von mir. Genauso wie die Evolutionstheorie und alles, was dazu gehört, ist das auch eine Theorie, die die Kirche nicht verurteilt und den Gläubigen zubilligt? Da kann man sich doch nur an den Kopf fassen, oder? Lesen wir den ganzen Absatz noch einmal eben in Ruhe. Alle römischen Katholiken glauben, dass ein ungetaufter Mensch niemals in den Himmel kommen kann. Und deshalb sind römisch-katholische Mütter sehr bestrebt, ihre Kinder so bald wie möglich nach der Geburt taufen zu lassen. Und im Allgemeinen wird der Taufritus vollzogen, wenn das Kind 3 Tage alt ist. Der allgemeine Glaube in Bezug auf ungetaufte Kinder, die sterben, ist, dass die Seelen nicht in die Gegenwart Gottes kommen können, sondern an einen Ort der Ruhe gehen, der Limbus Infantum genannt wird und in Abständen von der Jungfrau Maria besucht wird. Ein erwachsener Protestant, der römisch-katholisch wird und noch nie das Recht der Taufe in irgendeiner Form erhalten hat, tritt nach der Unterweisung im Katechismus und nach Beichte und Absolution in die Kirche ein und wird bei seinem Eintritt getauft,
so dass das Wasser der Taufe seine Sünden abwäscht und seine Seele, wenn er stirbt, bevor er Zeit hat, eine wirkliche Sünde zu begehen, dem Fegefeuer entgeht und direkt in den Himmel aufgenommen wird. So, diesen letzten Absatz werden wir jetzt auch noch kurz analysieren. Da seht ihr aber, hier steht es, ein erwachsener Protestant entgeht dem Fegefeuer durch die Taufe. Ein Kind entgeht durch die Taufe dem Limbus Infantum. Und deswegen habe ich das dem Fegefeuer gleichgesetzt, halt ein Kinderfegefeuer, ein besonderes. Was man mal machen kann, das ist, ich werde dann in dieses Video das vielleicht mit einfügen, Limbus Infantum. Ich werde mal eben sehen, was die Google-Suche als Bilder da herausgibt. Ich glaube, da sind ein paar interessante Bilder, wo sie sowas so zeigen. Ja, da sieht man hier vor allem das Limbo. Also Limbo ist das normale Fegefeuer. Limbus Infantum, da finde ich nicht direkt Bilder für. Der Limbus Infantium, ne, das habe ich nicht gesagt. Ah, okay, hier Limbus Infantium, etwas anders geschrieben. Da gibt es da Bilder für. Hier das eine Bild zum Beispiel in Catholic Life, das habe ich glaube ich schon auf meinem Computer, wo Jesus sich über die ganzen kleinen Menschen da erbarmt. Grausames Bild im Grunde, wenn man so Jesus und die Kinder darstellt, alles drum und dran. Ich werde das hier in das Video einarbeiten, das Bild bei knapp 50 Minuten. Das muss ich mir mal eben notieren, weil ich mache ja das Video anders als sonst. Ja, 50 Minuten Limbus Infant Bild. Voilà. So, weiß ich das gleich noch, wenn ich das Video hier nachmache. Und der, also wenn man jetzt diesen Satz sich nochmal eben durchliest, dann sieht man doch, was für große Probleme damit sind. Ein erwachsener Protestant, der römisch-katholisch wird und noch nie das Recht der Taufe in irgendeiner Form erhalten hat, tritt nach der Unterweisung im Katechismus und nach Beichte und Absolution in die Kirche ein. Also nach Unterweisung im Katechismus. Das heißt, er muss erst die ganzen dogmatischen Lehren der römisch-katholischen Kirche lesen und verstehen und erklären, begriffen zu haben und auch danach zu leben. Das ist Unterweisung im Katechismus. Da geht es nicht darum, dass man die Bibel lesen muss und dass man Unterweisung in der Bibel bekommt und dass man überzeugt wird, ich sag mal nicht mal annehmen muss, sondern dass man überzeugt wird, den wahren Glauben der Bibel anzunehmen, sondern hier geht es darum, dass man die Lehre des römischen Katechismus annehmen muss, dass man darin unterwiesen ist. Dann muss man zur Beichte gehen, also einem anderen Menschen seine ganzen Sünden offenbaren und inwieweit das passiert, da sprechen wir ja später noch drüber, wenn wir über die Beichte noch weitersprechen in diesem Buch, was da alles wie gesagt werden muss. Also behaltet das bitte sehr, sehr gut, was wir hier jetzt gerade sagen, weil das könnt ihr, das braucht ihr später noch, um darauf zurückzufallen. Und er bekommt dann Absolution, also mit anderen Worten, er wird dann von seinen Sünden freigesprochen, meistens noch durch irgendeine bestimmte Arbeit verrichten zu müssen. Da hatte ich ja in der ersten Sendung bereits drüber gesprochen. Hauptsächlich ist das ja irgendwelche Gebete sprechen oder wie gesagt um die Kirche rumkriechen oder was wir eh nicht alles machen. Da wird einem dann Absolution erteilt, wenn man eben die Buße tut. Ne? Dann tritt er erst in die Kirche ein und er wird bei seinem Eintritt getauft, so dass das Wasser der Taufe seine Sünden abwäscht. Also nicht, wie in der Bibel steht, dass Jesus Christus seine Sünden übernimmt und dass dadurch seine Sünden durch das vergossene Blut von Jesus Christus abgewaschen sind, sondern durch die Taufe werden die Sünden abgewaschen. Und seine Seele, wenn er stirbt, bevor er Zeit hat, eine wirkliche Sünde zu begehen, dem Fegefeuer entgeht und direkt in den Himmel aufgenommen wird. Das ist auch wieder das Problem der unsterblichen Seele, was hier in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird, was wir hier rausnehmen, weil sonst kann das ja gar nicht so passieren. Und hier kommt ganz klar nochmal deutlich heraus die falsche römisch-katholische Lehre, dass der Mensch eine Seele hat. Ich hatte letztens noch die Frage an eine christliche Schwester gestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, spielt auch keine Rolle.
wo wir auch die Frage hatten über den Tod, wo ich dann gesagt hatte, ja, aber was steht denn in der Bibel drin? Hat der Mensch eine Seele oder ist der Mensch eine Seele? Ja, das muss man dann auch erstmal beantworten können. Und ich habe dann gesagt, ja, das musste man das Alte Testament lesen. Und da steht direkt im zweiten Kapitel Genesis. Da steht es ganz klar drin, da kriegt man die Antwort von. Ja? Da steht nämlich drin, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens, den Hauch des Lebens, den Atem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt also nicht, Gott hat den Menschen gemacht, hat ihn dahingestellt und er hat eine Seele bekommen. Er wurde eine menschliche Seele durch den Atem oder den Odem des Lebens eingehaucht bekommen zu haben. Wenn wir sterben, dann sagt man doch auch, er hauchte den letzten Atem aus. Mit dem letzten Atem auszuatmen, auszublasen, ist auch unsere Seele aus uns raus. Und übrig bleibt nur dieser Körper aus Staub von der Erde, so wie der Herr ihn gemacht hat. Die Seele ist weg. Da muss man jetzt erstmal drüber nachdenken, ne? Der Mensch hat keine lebende Seele, der Mensch ist eine lebende Seele. Und da haben wir schon mal wieder eine ganz große Diskrepanz mit römisch-katholischer Lehre, wo hier ganz klar drin steht, das Wasser wäscht seine Sünden ab und seine Seele, wenn er stirbt, bevor er Zeit hat, eine wirkliche Sünde zu begehen, entgeht dem Fegefeuer und wird direkt in den Himmel aufgenommen. Nein, dass die Seele in den Himmel aufgenommen wird, da steht nichts von in der Bibel. In der Bibel steht nur, dass wir sterben. Und dann hauchen wir unseren letzten Atem aus und die Seele ist nicht, wir sind die Seele nicht mehr. Wir sind nur noch dieser fleischliche Körper, der da liegt. Staub und Erde. Das ist ein Thema, denke ich mal, für eine interessante weiterführende Bibelstudie nur zu dem Thema, aber das kann auch jeder für sich selbst machen. Oder ich mache das vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht. Aber dafür ist jetzt dieses Buch nicht da. Dieses Buch ist dafür da, dass wir verstehen, dass die römisch-katholische Kirche eine Einteilung der Sünde kennt, wie wir sie nicht kennen. Wir kennen nur, dass durch den Ungehorsam eines Menschen Sünde und damit der Tod in die Welt gekommen ist und durch die Gehorsamkeit eines Menschen die Gerechtigkeit in die Welt gekommen ist, die unsere Sünde wegnimmt, weil wir unsere Sünden auf ihn laden. Und er ist für unsere Sünden gestorben. Und da steht nichts von Erbsünde, das habe ich ja vorhin auch besprochen, das dürfte jetzt inzwischen jedem deutlich sein. Und darauf basiert eben die ganze römisch-katholische Kirche. Plus dieses Kinderfegefeuer. Und dass die Seele, wenn der Mensch stirbt, dem Fegefeuer entgeht und direkt in den Himmel aufgenommen wird, was eine antibiblische, antichristliche Lehre ist. Das ist die Lehre der, ich weiß das gar nicht, wie man das im Deutschen nennt. Im Englischen hat man da das Wort, warte mal, muss ich mal eben. Ach, Entschuldigung, da muss ich mal eben hier den Übersetzer aufmachen. Transmigration. Wie übersetzt man das? Transmigration der Seele. Das ist die römisch-katholische Lehre. Transmigration of the Soul. Das übersetzt Seelenwanderung. Ja, okay. Die Seelenwanderung, die unsterbliche Seele. Ne? So wie dann zum Beispiel im Hinduismus gelehrt wird oder welcher Glaube das auch ist, wo man sagt von, ja, du kommst nach dem Motto in deinem nächsten Leben als
was weiß ich, Mistkäfer wieder, weil du so schlecht gewesen bist, oder wirst als Schwein wiedergeboren, oder in deinem nächsten, und im nächsten Leben werde ich eine Giraffe, ne, weil die Seele wandert von hier nach da, oder in anderen Menschen von, oh, ich kann mich noch erinnern, ich hatte schon mal gelebt, das war vor 500 Jahren, da ist das und das passiert, dieser ganze Quatsch, das sind alles Dinge über eben diese Seelenwanderung. Und das ist heidnisch und das ist römisch-katholische Lehre. So. Ein erwachsener Protestant, der römisch-katholisch wird, noch nie das Recht der Taufe, also der römisch-katholischen Taufe, in irgendeiner Form erhalten hat, tritt nach der Unterweisung im Katechismus mit allen Folgen, wie ich besprochen hatte, und nach Beichte und nach Absolution in die Kirche ein und wird bei seinem Eintritt getauft, sodass das Wasser der Taufe seine Sünden abwäscht, was nicht biblisch ist, und seine Seele, wenn er stirbt, bevor er Zeit hat, eine wirkliche Sünde zu begehen, dem Fegefeuer entgeht und direkt in den Himmel aufgenommen wird, was auch antibiblisch ist. So, damit haben wir dieses zweite Kapitel in dem Buch in knapp einer Stunde besprochen und ich hoffe, dass es für euch eben interessant und aufreibend und aufrührend war wie für mich. Ich habe selbst während der Sendung noch Dinge beigelernt. Ne? Aber so ist das eben. Und das ist genau das Beispiel, was ich auch immer jedem anrate zu tun. Messt alles an der Bibel. Nehmt die Bibel in die Hand auf der einen Seite, nehmt die Lehre der römisch-katholischen Kirche auf der anderen Seite in die Hand und stellt die beiden gegenüber. Und dann seht ihr, was sagt die Bibel auf der einen Seite zu dem Thema und was sagt die römisch-katholische Kirche auf der anderen Seite zu dem Thema. Und dann müssen wir fragen, ja, wo hat denn die römisch-katholische Kirche ihre Lehren her? Ja, die römisch-katholische Kirche sagt, dass sie ihre Lehren her hat aus der Tradition. Aber die Tradition, was ist denn das? Ja, die Tradition, das sind mündliche Überlieferungen der Apostel und der Kirchenväter, die nicht in der Bibel aufgenommen sind. Ja, aber wenn es nicht in der Bibel steht, dann hat Gott es nicht gesagt. Und wenn Gott es nicht gesagt hat, dann muss es nicht wahr sein und ist es meistens auch nicht wahr. Und da muss man sich eben die Frage stellen, wem gehorche ich? Gott oder dem Menschen? Na, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr zu denen gehört, die Gott gehorchen wollen und Gott gehorchen und die ihre eigenen Untersuchungen machen und regelmäßig ihre Bibel lest. Und ja, das müssen wir alle machen, regelmäßig unsere Bibel lesen und ihr seht, was es bringt. Erkenntnis und Weisheit. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, was ich euch ganz, ganz warm ans Herz legen möchte zu lesen, das sind die ersten 20 Kapitel des Buches der Sprüche. Ganz, ganz wichtig. Da kommen einige Dinge drin vor. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwelche Auszüge davon nennen, aber das Buch hat unglaublich oder spricht unglaublich zu mir. Ich höre die ersten 20 Kapitel der Sprüche regelmäßig bei mir im Taxi. Ich habe sie aufgenommen, weil die König James kann man auch, da ist auch eine Audiobibel. Und da habe ich die ersten 20 Verse drauf und das ist zweimal eine knappe halbe Stunde, Verse 1 bis 10 und 11 bis 20. Und ich kann nur jedem anraten, sich die mal wirklich zu Gemüte zu führen. Nehmt euch eine ruhige Minute, wo ihr nicht gestört werdet. Setzt euch hin und lest die Sprüche der Bibel oder lest sie und dann hört sie euch an, wie sie euch vorgelesen wird und lest mit und lest sie nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Was da einsinkt an Erkenntnis und Weisheit, das kann man mit Worten oder das kann ich mit Worten gar nicht beschreiben. Das ist wunderbar. Also bitte, bis zum nächsten Mal, weil wir sehen uns wieder im dritten Teil, die Taufe vor der vollständigen Geburt. Da wird es wirklich ein wenig unappetitlich, aber da müssen wir durch. Und bis dahin bitte, lest eure Bibel. Maranatha.